So, da kommt übrigens auch eine Fackel hin. Nur da, so zentral, sonst ist da gar nichts. Bin gerade am Überlegen. Das sind nämlich Statuen dann. Naja. Ich glaube, ich werde das hier dann durch Statuen ersetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, das möchte ich dann durch diese gemeißelten Blöcke ersetzen. Das sollen wieder Statuen sein. So, ich hoffe, das kommt dann auch gut an. Ich habe die gerade nicht dabei, oder? Nein, schade. Schade, schade, naja. So, dann kommt die Wand. Da drüben kommt die Wand. Und hier kommen dann wieder die Säulen. Und diesmal sind es wirklich Säulen. Mist. Und keine Gemälde. Keine Statuen. Und hier kommt wieder das Gleiche. Nein. Mist. So, das nächste ist wieder das Gleiche. Hier ist alles voll mit Statuen. Mit Säulen. Und das Schöne ist, es sind alles grüne Teppiche hier. Allerdings, ja, ein paar Banner sind halt da. Wir müssten also wieder Banner machen. Wenn wir also zu Hause sind, brauchen wir unbedingt blaue Wolle. Aber dafür haben wir jetzt vorgesorgt. Vielleicht sollten wir die grüne auch gleich machen und vorsorgen. Wäre eine Idee wert. Ja, wir werden schon sehen. Ich meine, eigentlich, wir können Kaktus jederzeit ernten. Der sollte auch ab und zu wie immer wieder wachsen. Immerhin reiten wir jedes Mal an ihm vorbei. Aber mal sehen. Boah, dieser Gast. Das sind zwei Gasts. Habt ihr das gehört? Nein, das nicht. Zwei Ghasts. So, da sind jetzt hier wieder die Säulen. Und da auch Säule. Und hier ist jetzt die Mauer komplett dicht. Also das hier wird dann dicht gemacht. So. Und beim nächsten Mal sind nur noch die anderen beiden Säulen übrig. Wo sind sie, diese Ghasts? Noch drei. Eins, zwei, drei. Ich mache mich wahnsinnig. Die müssen doch irgendwo sein. Können die tatsächlich über dem Bedrock im Nether spawnen? Ich meine, das würde erklären, warum ich so wahnsinnig werde. Ich meine, die haben da oben Platz zum Spawnen. Wieso spawnen sie dann nicht? Das wäre eine gute Frage. Vielleicht tun sie es einfach. Man merkt es nur nicht, weil das normalerweise über Bedrock ist.
Oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn wir da Lava finden. Die machen mich wahnsinnig. Zwei Gas zur selben Zeit. Und das hört sich so an, als wären sie direkt neben mir. Oh Mann. Das machen die doch mit Absicht. Das machen die mit voller Absicht. So, hier ist jetzt nochmal normale Mauer. Hier auch. Und hier kommt eine Fackel hin. So, besser. Dann haben die Säulen jetzt auch ein Ende. Da kommt jetzt dann wieder eine Statue hin. Ich werde euch noch irgendwann umbringen, ihr Ghasts. Irgendwann finde ich euch. Und dann seid ihr des Todes. Spätestens, wenn ich nach oben oder unten baue. Ich glaube, ich habe jetzt dann keine Spitzhacken mehr, oder? Dann muss ich wieder zurück. Aber diesmal haben wir ein bisschen Platz, das heißt, wir müssen nicht wieder zurück zum Tempelberg. Zumindest nicht sofort. Drei noch. Eins, zwei, drei. Ich brauche unbedingt blaue Wolle. Und ich brauche grüne Wolle. Und ich brauche Blumentöpfe. Die Blumen an sich habe ich ja dabei. Und ich brauche den gemeißelten Stein. Und ich brauche Kohle. Ja, da habe ich jetzt keine Kohle mehr. Und ich brauche Bruchstein. Also wir müssen doch wieder zurück. Wenn wir dann das nächste Mal zurück nach Hause reiten, werde ich die Aufnahme beenden. War jetzt eine relativ kurze Aufnahme, stimmt, aber es ist auch ziemlich spät schon. So, das haben wir. Wow, sind genau 64. Cool. Ja, ich glaube, wir können. Wir können zwei da lassen. Oder? Ach nee, wisst ihr was? Wir nehmen sie einfach mit. Ist doch egal. Ist doch egal. Ein kompletter Stack brennt links sowieso noch und rechts brennt noch ein halber oder sowas. Ja, allzu viel nicht mehr. Stimmt schon. Aber ein bisschen was brennt noch. Links brennt noch ein ganzer, das heißt, der ist schon mal weg. Und den hier kriegen wir noch mit Spitzhacken weg. Dann bleibt wirklich nur noch einer übrig. So. Dieser Ghast. Der muss doch über uns sein. Der kann nicht unter uns sein. Das würde bedeuten, dass unter uns alles hohl ist. Und zwar direkt unter uns. Das kann doch nicht sein, oder? Oh, das ist ein langer Gang. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, dann können wir das reparieren. Mist. Nein. Ja. So, dann die Wände. Irgendwie falsch.
irgendwie falsch. Ich habe nicht ganz durchgebaut. Zum Glück ist es mir noch mal aufgefallen. Das wäre eine Blamage. Wäre es mir nicht aufgefallen. So, jetzt ist aber richtig. Und hier kommen jetzt die Statuen. Dann wieder. So, und danach kommt eine ganz normale Schicht. Ganz normale Linie. Kommt jetzt noch ein paar Mal. Also der Raum ist fast fertig. Wir haben den Abschnitt tatsächlich fast fertig. Aber ich werde da ihn jetzt nicht extra um jeden Preis fertig machen wollen. Wenn wir beim nächsten Mal sowieso mit dem Netherrack dann weitermachen, dann können wir auch Kleinigkeiten noch fürs nächste Mal übrig lassen. Also es ist egal. Die blauen Schafe werde ich aber definitiv noch kurz züchten. Das werde ich noch machen. Und dann kommt noch die Wand. So, na. So. Okay, dann da Wand und da vorne Wand. Nicht schlecht, also ich muss sagen, es hat was. Es hat was. So, dann kommt exakt das gleiche jetzt nochmal. Dann haben jetzt noch drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Die Gas sind weg. Die haben jetzt schon ein paar Minuten nicht. Vielleicht, die hat doch vielleicht ein paar Minuten schon gar nichts mehr gemacht. Vielleicht stecken die da vorne irgendwo fest. Und wir haben sich uns jetzt außerhalb ihrer Reichweite gegraben. Das wäre toll. Die machen mich nämlich wirklich irre. Seit wir hier angefangen haben zu graben, sind sie ständig, ich weiß nicht, was machen die? Die... Ich würde das jetzt irgendwie als Stöhnen sagen. Dieses blöde, dieses helle Stöhnen irgendwie so, keine Ahnung. Naja. Wieder daneben. So, und hier auch Wand. Und jetzt kommt noch mal das gleiche. Wir haben es aber gleich geschafft. Habe ich noch eine Spitzhacke? Nein, ich habe keine. Ich muss dann wieder zurück. Mist, das heißt, ich muss zurück, bevor ich diese Linie hier beenden kann. Weil das hätte die Spitzhacke definitiv nicht mehr aus. Schade. Außer wir würden jetzt eine Höhle finden. Nein, würden wir nicht. Weil diese Linie, die konnten wir ja vorher schon sehen. Die können wir ja von hier aus sehen. Da ist nirgends ein Loch drin, nirgends eine Höhle. Mist. War blöde, blöder Einfall. Drei noch. Eins, zwei, drei. So, neue Spitzhacke, willkommen. Auch hier ist kein Gas mehr zu hören. Ich frage mich tatsächlich, wie die sterben. Die Eisengolems, die Ronax. Die sterben schon die ganze Zeit, immer wieder. Und ich weiß einfach nicht, wie. Ich verstehe das nicht. So, das ist leer. Wir holen uns wieder zwei.
Für mehr haben wir vorerst keinen Platz. Ich hätte eigentlich schnell den gemeißelten Steinziegel mitnehmen können. Den geschmeißelten. So. Ah, wird schön, wird schön. Also mir gefällt es bisher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, haben wir das. So, und das war jetzt die letzte normale, die, wo wirklich gar nichts mehr ist, außer einfach Boden. So, jetzt kommt nämlich zwar nochmal das gleiche, aber da ist zumindest wieder etwas. Also die gleiche Länge haben wir. Aber da haben wir dann wieder etwas, was wir hier hinbauen können. Und dann ist der Raum an sich eigentlich auch schon, abgesehen von einer Wand, fertig. Die dann gleich im Anschluss drauf kommt. So, mal sehen, das könnte die Spitzhacke tatsächlich noch schaffen. Dann könnten wir die nächste Spitzhacke für die nächste Schicht aufheben. Ja gut, ich glaube, wir werden noch eine Spitzhacke brauchen, um den Abschnitt hier fertig zu machen. Ja, hat's gehalten. So. Und die Decke. Ja, der Steinziegel könnte uns tatsächlich ausgehen. Spätestens, wenn wir die Wand dann machen. So, da kommen jetzt nämlich dann wieder Blumen hin. So. In der Ecke sind dann wieder Blumen. Und jetzt machen wir hier die Wand hin. Geht noch 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, das wird ungefähr die Hälfte der Haltbarkeit verbrauchen, wenn wir hier fertig sind. Aber ich glaube, es könnte tatsächlich ganz knapp reichen mit der Spitzhacke hier. Dann brauchen wir vielleicht doch keine neue. Die Frage ist, wird der Ziegelstein reichen? Ja, ist sogar noch grün. Ja, jetzt wird es langsam gelb. Ja, die Hälfte ist verbraucht. Okay. Auch. Ja, immer dieser eine Stein. Gut.